Jacques Le Balli ist sowas wie der Baron von Fonthausen und der zeigt uns jetzt, was er mit der Nuzio Sans anstellt, indem er sie in Variable Fonts verwandelt. Wo ist er? Da ist er. Super geiles T-Shirt. Willkommen in St. Gallen. The stage is yours. Mein Name ist Jacques Le Balli. Ich bin gestern aus Holland gekommen, wo ich wohne. Und da arbeite ich gerade. Ich bin selbstständiger Schriftgestalter und bin von Google gefragt, um an der Schrift zu arbeiten. Und das Projekt war so groß, dass ich zusammen mit drei anderen Gestaltern arbeite. Jüngere Gestalter, sogar ein tolles Team. Und alle arbeiten nicht zusammen, sondern jeder hat so sein Eigentlich E-Mail oder Internet. Wie weit kann man gehen und wie weit soll man gehen? Und darauf haben wir folgendes entschieden, dass wir jetzt die Schrift oder Design Space, also die Design Space ist eigentlich die Sammlung von aller Achsen. Eine Achse ist zum Beispiel das Gewicht, ist vom leichtesten, im Ofen, bis der Blöden, der Decken, irgendwas. Das ist eine Achse. Also der Doofe kann blöd werden, auf Stufen los. Ja. Und es gibt dann verschiedene Achsen, die man kombinieren kann. Und wir haben entschieden, jedenfalls fünf Achsen und versuchen jetzt für den sechsten zu kombinieren. Das werde ich nachher erläutern. Weil das hängt ein bisschen mit Zeit zusammen. Jedenfalls. So, das ist ein Team, also Barbara, ich kann den Namen nicht aussprechen, ich komme aus Polen, sie ist total nett, aber den Nachnamen kann ich nicht aussprechen. Und Sabina, der kommt aus Rumänien, sie wohnen alle in Holland und Jasper ist Holländer. So, jetzt werde ich über das Projekt reden. Das Erste, was wir versucht haben zu machen, ist zu sagen, wir wollten alle vier arbeiten an verschiedenen Achsen. Also es ist nicht so, dass wir alles gleichzeitig gemacht haben, sondern jeder hat so seine Achse gebaut. Aber erst musste das der Basis machen, der Basis gemacht werden, auf dem die anderen bauen konnten. Das haben wir jetzt das Base-File genannt. Und das war basiert auf das ursprüngliche Nonito. Nonito ist unsere hilfenlose Schrift, das jetzt auf Google mit Google zu benutzen ist, für Websites und so weiter und so fort. Und die Idee haben sie uns gefragt zu erweitern. Und da haben wir halt ein Base-File gemacht und das erste, was sie gemacht haben, ist nicht nur so ein Base-File gemacht, sondern wir haben eigentlich die ganze Schrift überarbeitet. Ich hoffe, dass die Darstellung nicht so grob ist von dem Monitor. Jedenfalls, wir haben alles neu kontrolliert, korrigiert. Die meisten Dinge sieht man wahrscheinlich am S. Es sind so ganz Feinheiten, zum Beispiel insbesondere bei dieses Gewicht. Aber beim nächsten sieht man, das ist das extra fette Gewicht, sieht man zum Beispiel, dass die Proportionen auch verbessert worden sind. Da hatte der Ursprungshinolid hat ein ganz schmales E, ein schmales A und das jetzt geändert. E ist was mehr so breit geworden wie das O und das A ist etwas offener, was solider gemacht. Und es sind ganz viele kleine Feinheiten sind zugefügt worden. Wie sehen Sie das Unterschied zwischen den alten und den neuen? Also, die leichten ist die alte und die dunkle, ich hoffe, die sind, ist das neue.
Also es, manche Sachen sind ganz klein, manche Korrekturen sind ganz klein, manche sind ganz groß. Hier habe ich zum Beispiel zwei Schnitten, das ist die fette Form, die normale Fette, ganz fette und die Micro. Micro ist, das erkläre ich nachher, das ist für ganz kleine Schrittgrößen. Wenn man mit Achsen und mit arbeitet, muss alle Outlines in jeder Achse übereinstimmen. So, der dünne hat genauso viele Punkte wie, das, wie der dicke. Der schief, der schlanke zum Beispiel, muss die gleiche Punktezahl haben und die gleichen Outlines wie das aufrechtstehende. Und das ist manchmal ein bisschen schwierig, aber manchmal kann es auch so als Vorteil benutzt werden. Wie Sie sehen, wo es in grüne Fläche erleuchtet werden, wo es bei der linken, die normal, von der Malgröße Schrift, die Punkte bekreuzen, das wird auch schwarz nachhinein, könnte man ein Intrap machen. Intrap die Ecke geöffnet, damit es in kleine Größe trotzdem noch ein kleiner weißer Dreieck entsteht. Das konnte man dann wieder benutzen, also das zu zusammenhängen. Und ich weiß nicht, wenn man das von Griff gerade gesehen hat vorher in der Pause, wie Sie sehen, gibt es eine orange Linien um den oberen Dreieck. Das ist die Linie, wo die Enkels liegen. Enkels ist, wo nachhinein, wie ich nenne die Wörter von Rainer jetzt, Buchstaben sind wie Legostein, kleben dann die Akzenten drauf automatisch. Und wie die, wo die aneinander hängen, das ist die Enkel. Und da wir mit verschiedenen Schriftschnitten und Achsen kombinieren müssen, haben wir uns entschieden, alle Enkel auf die gleiche Höhe. Das ist für, einfacher für Copy-Pasting und um zu kontrollieren. Deshalb habe ich jetzt das in die orange Linie dargestellt. Hier eine grafische Darstellung, wie alle Punkten und Béziers übereinstimmen müssen in alle Achsen. Wie ich vorhin gesagt habe, haben wir die ganze Schrift durchlaufen beim Machen vom Base-File. Wir haben auch noch eine kleine typografische Sachen hinzugefügt, zum Beispiel die Oberlänge sind so groß wie die Kapitalversalhöhe in Nunito. Das führt zu Unlesbarkeiten manchmal, insbesondere die Wörter wie Illuminated oder EO oder also die ILL-Kombi oder die IL-Kombi. Fügt zu Unlesbarkeit. Deshalb haben wir zum Beispiel entschieden, ein kleiner Serif unter dem L zu machen. Das sind ganz Kleinigkeiten zugefügt für die Lesbarkeit der Schrift zu verbessern. Da war schon das Kyrillisch in den Schriften drin. Das haben wir auch noch ganz nachgelaufen und angepasst. Eine Weile her hatte ich einen Tweet gefangen von einem Afrikaner, die sich damit beschäftigt, um afrikanisch in das Default Zeichenlayout zu kriegen. Und der meinte, wir brauchen nur ein paar extra Buchstaben, damit 50 Millionen Afrikaner setzen können mit dieser Schrift. Und das war eigentlich nicht so super viel Arbeit. So, ich habe hier ein paar dargestellt, die oberen, zum D mit Horn und Epsilon mit Horn und so weiter und so fort. Und es war nicht extra viel Arbeiten, da wir sowieso dabei waren, es zu erneuern, dachte ich, das ist vielleicht schön. Jedenfalls, ich werde jetzt Achse für Achse erklären. Die Mikro haben wir das genannt, oder Optical Size Axis. Optical Size Axis ist, was früher hat man Schriften gemacht, eigentlich ganz früh im Drucksatz, für jede Schriftgröße. Und jede Schrift, desto kleiner der Schrift wurde, desto grober und offener der Schrift gemacht werden musste, weil es einfach unlesbar wird von den Augen und technisch gesehen. Das heißt, man muss, ich zeigen, also das ist die Achsen, der oberen ist die Base-File oder die Nunito. Wir haben uns entschieden, nicht nochmal eine Weite zu gehen, weil die Nunita funktioniert relativ gut in Größe, große Größe. Genau.
dafür ist es eine Extrem vom Axis ist die Original oder Basefile und nach unten ist dann die Optical Size. Also hier zum Beispiel ein Unterschied. Was Sie sehen ist, dass die durchgängig das breiter ist und das offener auch was mehr Weißraum hat. Es ist einfach so, dass desto kleiner man geht, desto mehr Weißraum man braucht und dass die Counters, das sind die innere Stelle von der Schrift, die müssen einfach deutlicher gemacht werden. Anders kann man nicht mehr unterscheiden oder läuft es zu für die Augen oder mit Ink oder im Internet mit Pixeln. Und am meisten sieht man das beim Fetten. Da ist es, muss man ganz viel zufügen. Wenn Sie sehen, zum Beispiel beim A, Unterseite A, die Serife, die ist ganz tief gemacht, weil in ganz kleinen Größen sieht man die einfach nicht mehr. Beim F zum Beispiel sehen Sie die obere Counter, die ist richtig hineingemacht. Also nicht so aus, weit, wie beim oberen, dass es einfach weiterläuft von einem Strich nach unten, sondern man musste richtig so das öffnen, weil anders läuft es richtig zu. Hier ein Beispiel, das ist ein Textgesetz mit dem Original, so für normale und größere Größe. Und jetzt ist es für, das heißt, es ist viel besser lesbar für kleinere Größe. Jetzt werde ich jetzt noch das gleiche machen für die Fette. Und hier ist dann die Optical Size. Sie sehen, ist das trotz alles, die Lesbarkeit eher erhalten durch das Öffnen der Form. Aber meist, ich habe hier ein paar Beispiele von der Buchstaben, wo es ganz extrem ist, oder ganz, wie Sie sehen, die F ist so reingeraten. Aber die Währungszeichen zum Beispiel, die sind auf der festen Breite, weil die alle Ziffern und Währungszeichen haben entschieden, dass es monospaced ist, damit die Tabellensatz gemacht werden kann. Deshalb, es gibt keinen Platz, um breiter zu machen. Deshalb muss man künstlerisch Eingriffe machen. Und es wirkt ziemlich gut in kleine Schriftgrößen, in große Schriftgrößen sieht es aus wie ein Holzschnitt. Aber so versucht man halt durch Eingriffe es lesbar zu halten und die Farbe, die Dunkelheit der Schrift zu hantieren. So, und dann haben wir die nächste Achse, ist die breite Achse. Die breite Achse ist, man kann einen engen Schrift machen, einen weiten Schrift. Und wir haben entschieden, die Nonito in der Mitte zu stellen, wird es eine normal proportionierte Schrift und dann nach links und nach rechts ein schmales und eine breite Achse extrem dazu zu fügen. Wobei dann optisch ungefähr die Nonito in der Mitte liegt. Wie Sie hier sehen. Hier ist die Fette. Ich zeige immer die Dünne und die Fette, weil das sind halt extrem von den Gewichten. Ich kann natürlich alle Gewichte gleichzeitig zeigen, aber das wird unübersichtlich, vermutlich. Und es wird auch eine Präsentation länger machen. Hier gilt ein bisschen so wie bei der optischen Achse, ist, dass wenn man ein Schrift schmaler macht, erscheint die fetter. Und wenn man eine Schrift breiter macht, erscheint die leichter, wenn man die gleiche Strichstärke erhält. Deshalb müsste man hier beim enger machen, eigentlich die Schriftstärke leichter, damit es vom Resultat, von der Farbe her, ähnlich ist. Das geht für beide Gewichte. Also umgekehrt, beim breiteren muss man sie eigentlich fetter machen. Haben wir sie auch fetter gemacht. Hier ist zum Beispiel ein Beispiel für Breite. Also alles so hängt zusammen. Jetzt haben wir die Slanted Axis. Slanted wird Nonito Italic genannt. Aber Nonito hat kein Italic, weil Nonito jetzt eigentlich ein schräger Antiqua. Das ist schräger Romain. Bitte? Schräggestellt, das heißt so Slanted. Bitte? Der Kursiv ist eine andere Schriftart eigentlich, eine andere Struktur.
Kann ich noch mal andere Präsentationen dafür machen? Jedenfalls, es ist, ja, und die ursprüngliche Nonito hat einen ganz leicht schrägen Italic oder Slanted von 5,5 Grad. Und das ist ziemlich wenig. Standard ist meistens 19 oder oft 12 Grad. Und da wir sowieso alles neu machen mussten, haben wir uns entschieden zu sagen, wir nehmen 9 Grad, weil dann liegt 5,5 Licht in der Mitte. Das heißt, dass der Original Italic kann immer noch benutzt werden. Und dafür haben wir jetzt eine viel bessere wo man eine bessere Auszeichnung machen kann im Text zum Beispiel. Das wäre dann die. So, also wie Sie sehen, in der Mitte ist die 4,5 Grad. Und am äußersten ist dann die 9 Grad. Und das kann man stufenlos Also ich weiß nicht, inwiefern Sie halt wissen, was ein Variable-Font ist. Wissen die meisten das? Okay. Ganz vergessen. Jedenfalls, wie ihr vorhin gesagt habt, über die Punktestruktur. Hier, normalerweise müssen wir mehr extrem anbringen bei einer Italic. Wie oben rechts zum Beispiel gehört eigentlich nur Extrempunkt. Aber das kann man nicht machen, weil anders stimmt die Punktenanzahl nicht überall mit den anderen Achsen. Und das ist, es würde gehen, da musste man in den Roman, also aufrechtstehende, wieder Punkte zufügen, auf irgendwo halbwegs der Chroma, und das wieder fremd. Das ist dann die 9 Grad, die übrigens. Die läuft genauso wie der Roman. Das heißt, man kann austauschen ohne Reflow. Das heißt, wenn man einen Text setzt und man setzt einen Italic, dann passiert nur das. Also nicht so, sondern per Gewicht. Also es ist nicht so, dass der Fette die gleiche Breite hat als der Dünne. Das ist nicht so, sondern und das ist dann die Fette. So. Wir haben auch ein X-Height-Axis zugefügt. Die X-Height-Axis ist, dass die Basalhöhe gleich bleibt, nur die X-Höhe ändert sich. Das heißt, die Oberlängen bleiben gleich, Unterlängen bleiben gleich, nur die X-Höhe ändert sich. Das war ursprünglich gedacht, weil es gibt einen anderen Entwurf, einen gleichen Designer, der leider verstorben ist. Die heißt Muli oder Mulai oder keiner weiß, wie man das ausspricht. Und das ist ein Derivat und das ist eigentlich eine Schrift, ähnlich wie der Nonito mit anderen kleinen Details, die eine etwas höhere X-Höhe hat, doch viel Ähnlichkeit. Aber sie haben kleine Details wie der F und Dinge sind anders. Das kann man wollte mal kombinieren mit Alternates. Alternates sind alternative Form von einem Buchstaben. Man kann zum Beispiel, wie man sieht, da gibt es ein A in einem Wort Orhamberfonds. Der A unten könnte eine Alternative sein von einem oberen A. Das heißt, wenn man dann in InDesign oder auf Web die Stilistik Alternates anschaltet, dann ändert sich das. Konnte man so kombinieren. Deshalb dachten wir, wenn wir jetzt X-Höhe machen, dann kann es irgendwie automatisch generiert werden, wenn man die richtigen Koordinaten eintippt. Aber es hat eigentlich so viel Spaß gemacht, um diese Achsen zu machen, dass wir jetzt gesagt haben, nee, wir lassen es da drin. Und wir sind ein bisschen weitergegangen, als wir hätten gehen sollen, eine richtig große X-Höhe und ganz ja, 20 X-Höhe in der Mitte. Und wie Sie sehen zum Beispiel, dass vertikale Maßen zum Beispiel von Akzenten, die wachsen ja mit oder werden ja kleiner. Und eigentlich der Oberhöhe musste ungefähr gleich bleiben. Und dann kriegt man technische Probleme und Darstellungen im Web. Aber desto trotz, das macht es lustig. Ja, jetzt kommen wir bei Rounded. Ursprünglich war Nonito eine Rounded-Schrift, die gibt es auch in Nonito, weil eigentlich arbeiten wir in Nonito-Song. Und die wollen eigentlich das zusammenbringen. Auch diese Darstellung, die gibt es vielleicht nicht wirklich machen. Also der untere ist der Rounded Version und der obere ist der normale Version und der hat die gleiche Laufbreite, nur dass einfach alles rund wird.
Akzenten und Kommas und Punkten schreiben im Achtergrund. Jetzt sind wir dabei zu gucken, inwiefern wir das jetzt eben einfügen können und wie wir das machen. Weil man kann es ja rund machen, man kann es auch ja von rund flach nach rund machen und so weiter und so fort. Und das ist ein Ding, wo wir nicht ganz sind gerade dabei, sind am Ende der Projekte, sollte auch noch hoffentlich Ende Dezember abgeliefert werden. Und das ist jetzt das letzte Start. Wenn ihr das verfolgen werdet, alles ist offen, was wir machen auf Google. Wir müssen, alle Daten sind auch verfügbar. Und weil Google macht auch von alles Open Source Projekten. Schriften sind auch immer downloaden nachhinein. Und zu benutzen, man kann sich sogar anpassen, öffnen in einen Font Editor. Div zum Beispiel oder anderen. Und also wenn ihr das interessiert seid, könnt ihr das auch nachfolgen und sehen. Ich würde mich gerne bedanken für die Einladung und Vielen Dank, bitte, dass du auch deine Muttersprache verlassen hast und für uns Deutsch gesprochen hast. Alles kein Problem, ja. Du warst so schnell, dass wir jetzt erstmals die Möglichkeiten haben, Fragen und Antworten zu spielen für 10 bis 15 Minuten. Wir haben das vorbereitet zur Improvisation.